Hallo, ich bin Frank von Liesche Live Bands hier auf Teneriffa auf unserer Dachterrasse und wir drehen wieder ein neues Tutorial. Heute geht es um Fragen und Antworten zum Thema, wie finde ich oder woran erkenne ich einen guten Lehrer? Und da ist es egal, ob es um Tai Chi, Qigong, Yoga oder Kung Fu geht. Ja, warum machen wir eigentlich dieses Video? Zum einen sind wir darauf angesprochen worden, wir machen ja zahlreiche Videos auf YouTube, da wurde dann die Frage gestellt, wie finde ich sowas in meiner Region? Und zum anderen, in Zeiten von Fake News, World Wide Web, von Worten, die oft verdreht werden, möchten wir hier nochmal ein kleines Statement abgeben, wie findet ihr einen guten Lehrer, beziehungsweise wie findet ihr eine Klasse, die in einer guten Tradition ist? Und da möchten wir ein kleines bisschen bei helfen. Also, wie findet ihr eine ausgewogene Klasse? Das heißt, ihr solltet junge, mittlere und ältere Menschen dort vorfinden. Es ist nicht so wichtig, wie viele das sind, aber ihr solltet dieses ganze Spektrum haben. Es ist auch wichtig, dass ihr Männer und Frauen seht. Warum? Ja, es ist eigentlich klar. Wenn ihr in Klassen unterwegs seid, wo vielleicht nur Männer sind, dann wird es wahrscheinlich sehr yang betont sein. Es fehlt einfach diese Yin-Komponente. Also achtet darauf, Männer und Frauen, dass das gleichgewichtet ist. Dann zum nächsten Punkt, findet ihr dort junge Studenten? Junge Studenten, das heißt vielleicht Leute, die 3-4 Monate in den Künsten unterwegs sind. Findet ihr Studenten dort oder Schüler, die vielleicht 3-4 Jahre dort sind? Das ist so der mittlere Bereich. Und findet ihr Studenten, die vielleicht schon 10 Jahre im Unterricht sind? Das ist ein super Zeichen für eine lebendige Kultur, für eine gut geführte Klasse. Was auch noch wichtig ist, tatsächlich, wenn ihr euch den Lehrer anguckt, es sollte jemand sein, ganz klar, es muss euch gefallen, es muss eine Sympathie da sein, er muss euch ein guter Lehrer sein, aber gleichzeitig sollte er selbst, der Lehrer, wiederum auch ein guter Schüler sein, ein guter Schüler von seinem Lehrer. Wenn er das ist, dann lebt er in einer lebendigen Kultur und ihr taucht ein in was Lebendiges, was Tiefe und Substanz hat. Ja. In dem Bereich könntet ihr ohne Probleme jahrelang trainieren, jahrelang forschen, jahrelang nach innen schauen und ihr habt einen tierischen Nutzen daraus. Also das sind die Hauptpunkte, wonach ihr gucken solltet. Falls ihr keinen geeigneten Lehrer bei euch in der Region findet, so bieten wir über Liesche Life Balance Online-Kurse, DVDs an, so dass ihr das euch selbst erarbeiten könnt. Das, was ich gerade beschreibe, ist die physische Komponente, den Inhalt, den werdet ihr dann in Workshops und Retreats bei uns in der Schule in Nordrhein-Westfalen lernen oder hier auf Teneriffa. Wenn ihr dann einige Jahre Erfahrung gesammelt habt, so habt ihr dann die Möglichkeit, in eurer Stadt eure eigene Schule, eure eigene Klasse aufzubauen, die dann ebenfalls in einer lebendigen Kultur ist. Gut, wir hoffen, dass wir mit dem Video ein bisschen Aufschluss in diese ganze Sache bringen konnten. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite www.liesche-live-balance.de. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal in einem Workshop, in einem Retreat oder hier auf unserer Dachterrasse im sonnigen Teneriffa.